Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Fasnacht ohne Guckenmusik, Konfettischlacht, Trommeln oder Pfeifen wäre keine Fasnacht. Zu Fasnacht gehören aber auch die sogenannten Fettgebäcke. Besser bekannt als Fasnachtsküchli, Schenkeli und Berliner. Was noch vor wenigen Jahrzehnten Pflicht in jedem Haushalt war, nämlich das Küchlen und Backen nach alter Tradition, sorgen heute die fleissigen Bäcker von Coop für sie. In unserer Bäckerei in Wallisellen hat man darum jetzt, bis die Fasnacht vorbei ist, alle Hände voll zu tun. Pausenlos wird geknetet, brutzelt und budenzuckert. Für die Schenkeli, Berliner und Fasnachtsküchli brauchen die Coop-Bäcker natürlich die gleich guten Zutaten, wie sie daheim nehmen würden. Darum tönt sie vielen Schweizer Haushaltungen zurzeit ungefähr so. Fasnachtsküchli. Selber gemacht. Schenkeli, selber gemacht. Berliner, selber gemacht. Selber gemacht schon. Aber bei Coop. Ja, warum nicht ein bisschen schwindeln ab und zu? Und ein Kompliment hat ja schließlich noch niemandem geschadet. Ganz gross rausgekommen zuhause, kann man diese Woche auch wieder mit einem tollen Rezept. Wie leicht das geht, zeigt Ihnen jetzt gerade meine Kollegin aus der Studioküche. Fisch hat bekanntlich wenig Kalorien, dafür ein leicht verdaubares Eiweiß. Zusammen mit Spinat und Herdöpfel passen die Goldbutfilet an Safranmus, also gut in unsere Reihe «Leichte Küche». Fischfilet 1-2 Stunden abtauen, mit Pfeffer und Salz würzen und mit wenig Mehl bestäuben. Dann im Erdnussöl braten. Das geht ziemlich schnell. Mehr als 2-3 Minuten auf jeder Seite braucht es nicht. Wenn es soweit ist, auf einer Platte anrichten und warm stellen. Die Herdöpfel würfeln oder in Stängel schneiden und wie Salzherdöpfel zubereiten. Währenddem eine Knoblauchzehe schälen, sehr fein hacken und im Olivenöl kurz andämpfen. Ein Beutel tiefgekühlten Blattspinat drin erhitzen, Pinienkerne und Sultaninen dazugeben. Das Mousse wird im Wasserbad zubereitet, und zwar mit einem halben Dezi Wasser, einem Esslöffel weissen Wermut und 2 Eier. Schön schaumig rühren mit Safran, Pfeffer und Salz und fein geschnittenem Schnittlauch würzen. Dann kann man die Safranmousse über Goldbutfilet verteilen und sofort zusammen mit dem Spinat und den Herdöpfeln servieren. Ich bin sicher, dass Ihnen das Rezept gefallen wird. Es ist übrigens auch wieder ausführlich in der Coop-Zeitung beschrieben. Viel Vergnügen! Und nach dem Rezept aus der Reihe «Leichte Küche» ist man dann so richtig fit für eine internationale Verbrecherjagd. Wenn meine Detektive internationale Verbrechen aufklären... Hier, nimm! Danke! ...entdecken sie die heißesten Spuren und sie durchsuchen die entlegensten Winkel. Aber wenn ich Toffifee ins Spiel bringe, was glauben Sie, was dann passiert? Oh toll, Mami! Dann kommen Sie sofort zurück nach Hause. Toffifee, das ist die Haselnuss in Karamell mit Nougatcreme und Schokolade. Es schmeckt viel Spaß im Toffifee, viel Spaß im Toffifee. Jetzt großer Wettbewerb mit Toffifee in den Zirkus Knie. Aktionen, das wissen wir aus Umfragen, sind nach wie vor gesucht und beliebt. Ich zeige Ihnen heute darum auch gerne wieder eine Auswahl von Artikeln, die Sie jetzt bei uns besonders günstig einkaufen können. Das Viersaatenbrot kostet nur 1,40 Franken. Und 2 Mozzarella Mario gibt es für nur 3,80 Franken. Ausgesuchte Mondial Fruchtsäfte sind jetzt pro Liter 30 Rappen günstiger. Der Orangensaft zum Beispiel kostet nur 85 Rappen. 3 Packungen Fixis Windeln Boy und Girl, Midi bis Junior, bekommen Sie für 44 Franken. Außerdem offerieren wir Ihnen 2 TDK Videokassetten E180 für nur 15,50 Franken. Und wer bodenständige Kosten nicht abgeneigt ist, kommt diese Woche im Coop-Restaurant auf die Rechnung. Der Küchenchef offeriert dort nämlich Wädli, Sauerkraut und Salzherdöpfel. Und zwar für 11 Franken. Seit rund 2 Jahren fördert Coop erfolgreich Produkte aus biologischem Anbau und artgerechter Tierhaltung. Leider kann die erfreulich grosse Nachfrage nach diesen Natura-Plan-Produkten nicht immer gedeckt werden. Landwirte, die sich für die Umstellung auf biologischen Betrieb interessieren, sollten darum das Coop-Studio vom nächsten Mittwoch nicht verpassen. Bis dann, auf Wiedersehen!